So, es ist mir heute eine große Ehre, euch dieses Video zeigen zu dürfen von den QSOL Brügge Belfry Darts Open aus Belgien. Da war auch ein großes Paradart-Event. Da waren auch Spieler von uns vertreten, der Uni und der Armin. Und die sind im Main Event nicht über den letzten 17 hinausgekommen. Aber es war sehr wichtig, dass sie da waren. Weil hier trifft sich das Who is Who der Dartszene. Ich habe alle Events hier vorliegen, alle Finales, und ich darf die benutzen. Also ich darf euch dieses Event hier kommentieren. Das ist mir offiziell erlaubt worden. Ich darf dieses Video benutzen. Und Right, ich habe ladies and mich gentlemen, erstmal that's für the dieses practice Event darts entschieden. over. Und Gian, zwar let's hope for David the bullseye Schlichting first. gegen Gian van Veen, denke ich mal, heißt der Junge. And that's Gian outside. könnte auch heißen. Gian, ich sag mal Gian van Veen gegen David Schlichting und die Bullen Second gerade. dart. Gian hat es wahrscheinlich noch nicht ganz kapiert. David muss etwas lachen. Best of Aber nine, David first ist ein leg. ganz David the throw fairer Junge. David ist first. 16 Jahre alt Game on. und wird jetzt gerade seit 2 Jahren ist er am Darten, so ab 2017, und wird gerade zu einem der 42. größten deutschen Talente im ja, spätjugendlichen Bereich, sage ich mal. Wir haben ja auch große Talente, die noch wirklich sehr jung sind. Und der David Schlichting, der ist vom 41. Talentwert her schon sehr groß, weil der spielt eben noch nicht sehr lange und konnte schon einiges gewinnen, konnte schon ins Finale der Sylt Open kommen und 140. bei den und das konnte er auch gewinnen und bei den internationalen deutschen Meisterschaften in Steinfurt konnte er auch bis ins 61. Finale kommen. Also er war kurze Zeit im A-Kader der DDV-Nationalmannschaft und ihr könnt auf 57. dartn.de/david-schlichting noch mehr über ihn nachlesen. Er hat schon einige Turniere gewonnen. Er spielt offensichtlich mit Red Dragon Wes Newton 22 Gramm 100. Darts. Und jetzt schauen wir mal rein. Beziehungsweise wir sind schon mittendrin. Ich habe das natürlich etwas abgelesen. Jo. 44. Klar, hier habt ihr so eine kleine Anzeige. Da, wo jetzt diese 12 steht, rechts beim David über der 218, bei der 2 steht die 12. Das sind die Darts geworfen, also 12 Darts geworfen. Und der Rest spricht 95. ein bisschen für sich selbst. Da sitzen ein paar Spielerchen. Da kenne ich auch ein paar. Die schauen sich das schon an, denn soweit ich auch gehört habe, 95. haben hier auch einige sogar sich dieses Jugendfinale angesehen, weil dieser David ein absoluter Geheimtipp ist. So, der Gian van Veen, ich weiß nicht, warum der im letzten, also der zieht 78. richtig übelst durch. Also David im letzten Moment ballert er 123. immer so raus. Ach, diese Schreiberin. Die Schreiberin links, die Blonde, die kleinere, die hat auch 98. mein, was mein Gian erstes? Ja, mein requires allererstes Match 126. bei der Paradart-WM geschrieben. Witzig. Die, muss ich allerdings sagen, hat sich auch das ein oder andere Mal 25. verrechnet. Davor ist man 25 nicht gefeit. required. Und John Fowler ist der MC und der callt die ganze Sache 17. hier. Gian requires 101. So, David ist nach 21 Darts auf 8 Punkten, kann jetzt also eine achte Runde spielen. Und da ist alles noch im Rahmen. Die Jungs 65. können auch noch einen Ticken besser. David requires 8. Mal gucken, Doppel 4. Na, knapp, Doppel 2. Knapp, und jetzt. Game shot on Ja, the first leg. das ist nicht David schlecht. Schlichting. Da Second lacht er leg, Gian the selber. throw first. Game Und on. hat jetzt knapp über 60 Average. Aber gut, wenn du mit Doppel 1 ausmachst, dann hast du natürlich dein Average schon ein bisschen runtergezogen. 81. Der Gian, der, ja, wie gesagt, also der zieht den letzten raus. Ich glaube, das kann nicht gesund sein fürs Ellbogengelenk. Bin mir nicht sicher. Davids Wurf sieht man hier sehr schön. Sehr automatisch, sehr MVG-like. 59. Tak, 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 tak. Und dabei ruhig und gleichmäßig. Es ist ja, wie ich in meinem perfekten Wurfvideo sage, gleichmäßig, schön ruhig, aber ein Ticken mehr 92. könnt ihr noch beim Strecken rausholen, glaube ich. Schau mal. Ja. Ja. Wirft er recht früh ab. Könnt ihr noch etwas mehr. Ja, der zum, ja, schau, 97. und der ist auch in der Triple 19. Da hast du genau gesehen. Da war die Armbewegung ein Ticken anders als bei den ersten zwei.
Gut, der hat auch runtergeworfen, sagst du jetzt, aber ich meine jetzt vom Strecken her. So, Lyon hat 2 ins Triple gemacht. Das ist natürlich böse. Hier, jetzt ist er da. 55. Jetzt ist er da. Das war eine 55, Triple 5 dabei. Der Gian schaut manchmal auch auf seinen Score, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass er ein bisschen zögert oder zurückzieht. 137. Oder ich will jetzt nicht Tatis sagen, aber als ob er kurz davor ist, den Dart nicht loszulassen. 58. Gian So, jetzt lässt er den Dart hier requires 70. übelst stehen. Um dann eine 1 zu werfen. Was wollte er denn machen? Die 18? Oder die 20? 38. Man weiß es nicht. So, damit muss ich jetzt ein paar Punkte machen. 65. Gian requires 32. Geht bei 192 auf Game shot Bull, in the second leg. weil Gian er mit Bull Lanvin. da ein Finish hätte. Third leg, David to Und throw mit der first. 20, Game 172 hätte er on. kein Finish. Von daher gut mitgerechnet. Und Gian checkt hier. Das war ein 16-Darter, weil die Zahl ganz in der Mitte, ganz 50. zur Mitte hin von beiden Scores, da steht das beste Leg. Und da steht eine 16 bei Gian. Und das war, glaube ich, auch gerade recht stark. So, der David. 39. Wer hat es damals gehabt? Tony Alcinas oder De Sousa? Ich weiß gar nicht mehr. Der Spieler, der so 97. geschmunzelt hat immer. Das machen manche Spieler auch aus, nicht aus Nervosität, sondern um locker zu bleiben einfach. Ich mache das auch manchmal, dass du einfach relaxed bleibst und wenn es 45. nicht so läuft, auch einfach mal lachen darüber. Warum nicht? Kann manchmal den Gegner mega aufregen, weil er denkt, du lachst ihn aus. Aber ist überhaupt nicht der 60. Fall. Man sieht so ein bisschen Frust jetzt nämlich. Das kann eine Taktik sein, auch so eine Mentaltaktik jetzt so ein bisschen locker zu werden. So, Gian. 32. Also ich muss sagen, mit der Hand-Darts-Position, da bin ich jetzt nicht so 100% mit einverstanden. Der David dagegen ist einer, der über den Daumen wirft. Das ist eigentlich der 59. Klassiker. Das ist auch für Anfänger gerade sehr leicht, erstmal dadurch gerade Darts zu machen. Schön am Daumen auflegen. Und dann werfen. Das hat bei mir auch super funktioniert. Warum in Gottes Namen ich mich dann für einen anderen Grip im Endeffekt 96. entschieden hat, das weiß niemand. Ich weiß es selber nicht. Ich würde fast gern nochmal so werfen, weil ich habe da schon sehr früh sehr schön gerade geworfen. Er spielt ja jetzt auch erst 2 Jahre. Und es klappt scheinbar sehr gut für 95. ihn. Aber warum es bei mir dann irgendwie so anders lief, ich weiß es nicht. So, nach 15 Darts, fünfte Runde 140, das ist okay. In der fünften Runde unter 200 kommen, ist immer so ein bisschen, was ich 25. versuche, weil dann hat man David eine ganz gute requires Ausgangsposition. 140. Der David macht natürlich alle möglichen Sachen mit seinem Mund, bevor er wirft, aber solange er da so trifft. 122. Ist er drin? Achso, ne, ja. Doppel 16 hat er da verpasst. Ich habe da komplett gedacht, dass er 100. Doppel 7 braucht, aber David er ist so überzeugt requires darauf geworfen 18. hat, dass ich überhaupt nicht mitgerechnet habe. Das war natürlich dann böse für ihn. Game Aber er shot checkt. on the third leg. Und David das war Schlickling. ein Fourth leg, Gian to throw 21-Darter, first. ne? Game Genau, bei ihm steht jetzt auch on. die 21. Eine siebte Runde, das passiert mir durchaus auch öfter. Aber. Und ich spiele auch noch nicht sehr viel länger, aber 58. man muss es ja konstant machen. Also wenn du konstant siebte Runden machst, dann gewinnst du auch mal größere Turniere. Das schon. Zwar mal, wenn du Ausreißer Richtung sechste hast, dann hast du 78. schon Chancen. So, Gian liegt nicht mega vor. David kann sich sofort den Aufschlag ein bisschen angreifen. Wo ist der rote Boppel? Links bei der 443, links oben ist ein roter Boppel, der geht jetzt 59. gleich rüber. Zur 423. Ja, oder auch nicht. Schmarrn, der geht natürlich nicht rüber. Damit meine ich, der Spieler hat das Leg angefangen. Natürlich geht er nicht 59. rüber. Der hat immer noch das Leg angefangen. Daran sieht man, wer das Leg angefangen hat. So, jetzt gucken wir mal. Aha. 140. 140. Wie gesagt, ich weiß nicht, bei Gian, das sieht alles sehr, sehr, sehr fragil aus. So. Mit der Hand den genauso reindrehen und so. Bei David sieht es so robuster aus. 56. Ja.
Jetzt lacht er ein bisschen weg. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade Kathi ins Bett gebracht und bin selber eingepennt und habe so krass auf meinem linken Auge gepennt, dass ich halb blind bin 58. gerade. Deswegen sehe ich manches auch nicht so gut. Ich bin gerade echt auf einem Auge blind. Und ich habe vergessen, mir das Fenster groß zu machen. Ah, jetzt noch einer. 98. Schade. Kann sich kein Finish stellen. Hätte noch einen gebraucht, dann hätte er sich eine 170 gestellt. Und Gian denkt, ich schmeiße einfach so viel Einser, bis ich irgendwann im Finish-Bereich bin. Aber das klappt 22. nicht. Aber er hat. War das eine 18? Ja, er hatte Glück im Unglück. 100. Und trifft noch eine 18. Gian requires 164. So, David ist nach 15 Darts auf 110. Absolut im Soll. Gian auch, 164. Und jetzt schmeißt er alles auf die 19. 57. Aber David requires es hilft nichts. 110. Er hat aber trotzdem einen Zwei-Dart-Finish stehen. Genau wie David, der jetzt kein Zwei-Dart-Finish mehr stehen hat mit 109. Ist natürlich sehr 38. ärgerlich. Und sich jetzt 72 stellt. 107. Gian, Triple 5, 92 Rest. Nee, nee, nee. 87, 37. 70. David requires 72. Was ist los? Jetzt, die Anzeige hat jetzt etwas auf sich warten lassen. Und er spielt das über die Triple 16 für Doppel 12. Nee, 48. macht nicht aus. Jetzt kann Gian Gian natürlich requires doch nochmal 70. klauen hier. Beziehungsweise seinen Anwurf verteidigen. Spielt es über die 14. Hat jetzt 56, 16 für Tops. Einen auf Tops. Q-Sold Tops. Game shot Ja, on the macht fourth er. leg. Gian van 2 zu Veen. 2. Den hat Fifth leg, David David ein to throw bisschen first. ausgelassen. Da hätte Game er on. mit etwas Glück die Doppel-12 gemacht. Hätte er jetzt hier ein 3-1 vorne gestanden. 80. Triple 19 trifft er wieder. Und Gian ist in der 1. Ja, siehst du, wie der rausfeuert am Ende, hey. Also, ich weiß 21. nicht. Ich glaube, meinen Jungs würde ich ein bisschen mehr. Ich weiß auch, dass die Profis sehr hart rausfeuern, aber gerade in der ganzen Durchstreckung her. 140. Das waren 140. Sehr schöne Darts von David. Da ist es natürlich schon böse. Und da sieht man, siehst du das? Das passiert immer. 139. 39. Wenn der Gegner vorlegt, wird oft nachgelegt. Und wenn rumgeplänkelt wird, wird rumgeplänkelt. Und deswegen ist es sehr wichtig, gegen gute Spieler zu spielen. Schau, 134. jetzt geben sie sich ordentlich. Jetzt hat einer ein Fass aufgemacht und alle kommen zur Party. Das ist nämlich genau so, ist so wie es ist. So, er muss es 42. abreißen lassen. Ich könnte David fast wetten, dass der David es auch abreißen 147. lässt. Weil er ist jetzt souverän vorne. Nee, na, der letzte war 94. sehr stark. Der letzte war sehr stark. Der erste war sehr weit weg bei der 19. Ja, Gian ist jetzt hier 43. hoffnungslos David überfordert. requires Da fragt man sich, 53. wie steht es hier 2-2? Aber vorhin hat Gian David genauso stehen lassen. Also die geben sich jetzt hier hin und Game her. shot on the fifth Ja, leg. zack, David Finish. Also schlägt war das ein 15er? Six leg Gian Ja, to es war throw ein 5. Nee, first. das waren. Game on. War das der dritte Dart, den er benutzt hat? Oder war das eigentlich ein 14-Darter? Ich habe es nicht genau gesehen. In der Anzeige steht 15. Denke ich mal, das stimmt auch. Dann war das der letzte Dart. 43. War auf jeden Fall ein 15-Darter dann. Wenn nicht sogar besser. Also sehr starke Dart. So, und da ist er wieder. Zack, zack, komm, Konzentra. 100, 100. oder? Ja. Schöne 100. Und Gian ist bei eigenem Anwurf schon wieder in a hope of trouble, in a heap of problems. Und kann auch hier 48. nicht raus. Wenn der David ihm jetzt richtig gibt, dann könnte es schon so ein bisschen ein Nackenschlag sein. Da sieht man wieder sehr schön den Wurf. 84. Da ist Potenzial, das siehst du ganz klar. Also wenn er bei mir einer im Laden so wirft, dann ist mir fast egal, was der trifft. Dann kann ich sagen, Potenzial ist da. 100. Weil die Bewegung allein ist schon so stark. Der ist einfach schon so souverän, sauber, 99. kontrolliert, langsam beschleunigt, relaxed. Das ist alles, was du brauchst. Und da sind noch Feinheiten, aber da weißt du, der Spieler, mit dem Wurf kann ich was anfangen. 100. Gian zieht halt sehr krass durch. Und der Arm klappt auch runter bei ihm. Siehst du, beim David, der verschmeißt, der dreht fast sein Handgelenk nach rechts teilweise. So sieht es gerade aus. Siehst du das? 54. Könnte auch ein bisschen der Kamerawinkel sein. Aber ich glaube, in der Endphase seiner Bewegung, da geht noch mehr.
So, nach 12 Darts ist er unter 200 Punkten. 59. Und Gian braucht dafür 15. Wie gesagt, fünfte Runde unter 200. Ist alles gut. Das ist ja aber schon ein krasses Jungsfinale, muss ich schon sagen. Das ist nicht von schlechten Eltern hier. Also das ist, ich kenne die Eltern zwar nicht, aber nee. Also nach 15 Darts, also fünfte Runde auf 84 für David. 93. Hier die Triple. David 17. Requires 84. Gian. Sonst hätte er sich 24 gestellt. 72. Gian requires 58. Den letzten habe ich jetzt gar nicht gesehen. Irgendwie da ist der runtergefallen oder habe ich das verpasst? Ich weiß es nicht. War der Doppel 6? Ja, gut, das Board. Man sieht auch nicht unbedingt, wo der hingeht hier, wie man sieht an dem Schnitt. Game shot on the sixth leg. Ja. Und da bestraft hier an die Nummer. Obwohl eigentlich alles ganz cool war, ne? Game on. Ja, witzig. Bayer Mundo macht auch Werbung hier. Das ist das Hotel, wo die WM, Paradat WM im Februar stattgefunden hat. Beziehungsweise vielleicht sogar eine Hotelgruppe, wenn die hier so Werbung machen. 56. Also das ist ja dieses Brügge in Bruges. Kennst du vielleicht den Film? In Brügge. Cooler Film. 140. Brügge und Belfry. Oder Belfry. Belfry, denke ich mal. F-R-Y. 136. So. Schauen wir mal nochmal rein. Jetzt ist der rote Boppel beim David. 100. Der hat hier Anwurf. Ich habe leider jetzt so weit weg das Bild, dass ich mal ganz nah hingucken muss. Ton plus ist, das sind drei bei David und eine bei Gian. Das andere sind Tons. Tons hat der Gian 8, also 100er und der David jetzt 6. Ton plus ist über 100 logischerweise. 43. Und 180er haben David beide noch keine geworfen. Darts haben sie jetzt gerade. Batsch, das war der 15. Dart. Das wäre jetzt wieder eine fünfte Runde gewesen, ne? Da war jetzt wieder die Chance auf den 15. Dart da. Krass, krass, krass. Hat ein Gian wieder hart stehen lassen. Und das beste Leg ist das, was in der Mitte steht. So, Doppel 10. Nochmal Doppel 10. 30. Hm. Da lässt er ein bisschen aus. Und jetzt ist hier bei mir Nacht und jetzt weint hier ein Kind. Jetzt muss ich kurz Pause machen. 96. David requires 10. So, Kindchen muss aufs Klo. Doppel 5. 1. Doppel 2. 6. Macht er nicht. Gian requires 130. Hat er sich jetzt nochmal 4-3 in Front bringen können. Die spielen, glaube ich, bis 5, ne? Bis einer 5 hat, bis einer weint. Also, best of 9. So, 30 Punkte für 35. Ihn, 35 Punkte für ihn, David 95 Rest. 4. Kann keinen Druck machen auf David. David Doppel 1 hat er vorhin schon gemacht. Nope, überwirft sich. Jetzt sollte er aber 95. Sich nicht zu viele Darts leisten, weil eine 95 kann man ausmachen, Triple 19, Doppel 19. Schau jetzt, hast du wie er abgesetzt hat. Ja gut, er hat sich überlegt, vielleicht statt Triple 19 auf Bull zu gehen, hat er auch gemacht. Ja, du hast 45 Rest. Kannst du es dir aussuchen. 13 für Doppel 16. 63. Der ist weit daneben. David requires 4. Aber das ist auch, wenn man wirklich so hart rausstellt am Ende, dann hat man auch eine größere Fehlerquote. Jetzt Doppel 2, komm David. Komm, Doppel 1. Game shot. Jawohl, starker player. Dart. Starker Dart unter Druck. Da lächelt er sich etwas die Spannung weg. Game on. Wie gesagt, das ist mental absolut in Ordnung. Und Gian, 21. So, jetzt kannst du dir doch den Anruf vom Gian schnappen. Einfach drei gerade. Wenn er jetzt ab jetzt nur noch drei gerade macht, dann kriegt der Gian wahrscheinlich überhaupt keinen Fuß mehr in die Tür. 42. Weil irgendwie macht er eine 100 oder was, ein Triple wird er noch machen. So, jetzt macht der Gian drei gerade. Komm, David, irgendein Triple. Irgendein Triple. 58. Ja, der ist in Ordnung. 58, 401 Rest. Ein bisschen hat er schon geknabbert am Gian. Der hat jetzt 402, 342, 85. 337.
Jetzt muss er auch schon was bringen. Ein Triple wäre nicht schlecht, aber gut, das kannst du immer sagen beim 59. Darts. Ein Tor würde dem Spiel gut tun. Ja. Oh, jetzt. Ja, jetzt ist er schon zwei Triple vorne. 140. Wait a minute. Böse. Es waren 140. Jetzt müsste der David schon fast 180 machen. Oh. Jetzt hat sie vergessen, was aufzuschreiben. John Fowler ist nicht happy. Geil, dieses arme Mädel, das passiert ihr wieder, ne? Die hat sich bei mir nämlich auch verrechnet. Ist 100. Das Krasse war bei mir, ich habe im Nachhinein, weiß ich bis heute, die hat Game Shot gecallt und auch aufgeschrieben. Und im Nachhinein war mir klar und auch ein paar Zuschauern, dass der Gegner noch 10 Punkte Rest hatte eigentlich. Ja, der hatte sich verrechnet und sie dachte, es wird schon stimmen und hat dann Game Shot gecallt. Es war aber nur im Aufwärmen, also alles gut. Außerdem ließ sie sich das im Nachhinein, ließ sie das eh nicht mehr beweisen. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hey, wie hat der denn ausgemacht? Der hat doch, 100. das hat doch gar nicht gestimmt. Und es hat auch nicht gestimmt. Und jetzt hat sie sich wieder verrechnet. Also die verrechnet sich schon manchmal, muss ich sagen. 45. Gian requires 97. Aber die Helfer hier insgesamt sind abartig. Das ist immer so ein bisschen die gleiche Crew. Sie gehört da auch dazu. Wirklich ganz klasse. 38. Oh, hier Jugend und auch ein Paradarts. Ah, da hinten steht der Ferdi, der Mann im blauen Shirt. Und David 81. Gian requires schaut so 59. aus, als ob er hier nicht, weil Gian ist so stark auf Tops. Kann sein, dass er den wieder mit dem ersten Dart macht. Das wäre jetzt das dritte Mal, glaube ich. Nee, da geht ihm übelst flöten. Jetzt hat der 27. David aber eine 116. David requires 116. Allerdings natürlich eine Chance, hier das Match zu gewinnen. 96, Triple 20. Schade. Triple 20, Doppel 18 wäre es gewesen. 42. Tja, kann sich hier nur Gian requires 74 32. stellen. Und Gian ist wieder weit neben der Doppel 16. Ne? Game shot on Ha, und dann ist er auf 18. einmal drin. Gian van Veen. Tja, jetzt boxen sie. Ninth and final David leg. fängt David the aber threat das Decider first. Leg an. Game on. Also er hat noch alles in der Hand. Alles gut. Hat er gerade ruhig bleiben gesagt? Sah fast so aus. Das ist leider 29. gar nichts. Das war jetzt leider gar nichts. Oh. 96. Das ist leider schon ein bisschen was. Das war eine 96. Jetzt muss er was machen. Oh, jawohl. Triple 18. 77. Sehr, sehr gut gerettet noch. Sehr, sehr gut gerettet. Oh, der Gian hat Bock. Der denkt sich, das kann ich mir holen. Der ist auch in den letzten zwei Legs 85. ist gerade stärker geworden, ne? Der Gian vom Scoring her. David hat da ein bisschen nachgelassen. Und jetzt aber. 180. Es ist. Ja. 180. Ja, die hat er gebraucht. Jetzt ist er dabei. Jetzt schmunzelt er. Jetzt ist er dran. Aber der Gian ist 70. wieder im Triple. Der ist vom Scoring her, hat er angezogen die letzten zwei, drei Legs. Wahnsinn. Wahnsinn. Der David hätte den Sack schon zumachen können, ne? Das sieht aus wie ein 45. Robin Hood, aber ich hoffe, es war eine Triple 20. Nee, war es nicht. Es war eine 45, 470 Rest. Gian ist jetzt im Triple. Nochmal, oder? 180. Das ist natürlich jetzt übel für den David. Ganz, ganz übel. Weil Gian ist auch stark. Oh. Wenn du denkst, es kann nicht übler werden, dann bounce der dir raus, ne? Der war sogar auf Trippelkurs. Da hast du die Chance auf 160 Finish mit 65. Bull, dass du vielleicht nicht Gian triffst, aber du hast immer eine requires Chance. 70. Und jetzt hat der Gian auch weniger Druck. Und kann hier die 70 sich gerade legen. Ja, wollte er vorhin doch auf die 18. Dachte ich mir schon, der geht auf die 18. 52, 20 für 32. Jetzt hat er einen Matchstart. Jetzt hat er tatsächlich einen Matchstart auf Doppel 16. Oh, und jetzt, das meinte ich vorhin mit dieser Latitis-Sache. 38. Was war das für ein David Absetzer requires gerade? Er muss ja aufpassen. 105. Da muss er aufpassen. Ist der im Triple? 89. Der war im Triple, ne? Okay, dann hat er jetzt Doppel 16. Gian requires 32. Krass. Das war auch ein Matchstart. Der war teuer, glaube ich, ehrlich gesagt. Wobei Doppel 16 ist der Gian immer weit weg.
Und 16. Okay. David requires 16. Come on, David. Drei frische. Doppel 8. Der ist weit daneben. Der steckt aber auch blöd. Der ist nämlich gleich Schritte. Komm. Nein. Nein, Gian, der ist nicht drin. 16. Der Gian denkt sich auch, was ist hier los? Der ist nicht drin. Doppel 8. Da setzt er wieder ab. Ich glaube, der Gian ist kurz vor der Tita Atitis. Der muss aufpassen. Krass. Macht er den. Ja, aber insgesamt. Krasses Finale, muss ich sagen. Insgesamt. Krasses Finale. Alter Schwede. Die Jungs haben sich's ordentlich gegeben. Und dann im finalen Lag in die Decider machen beide 180. Ne? Ah, schon böse. Jetzt habe ich die Averages gar nicht mehr so gesehen, aber ich würde mal sagen, es war recht ausgeglichen. Ich glaube, der David war ein bisschen stärker vom Average her. Aber gut, Gian hat das Ding gewonnen und hat ein paar Mal einfach diese mit zwischen 50er und 80er Scores gecheckt mit zwei Darts. Und David hat was liegen lassen. Ja, jetzt muss er auf der Bühne bleiben für Foto, Sieger, Foto etc. etc. Das ist natürlich als Zweiter dann nicht so cool. Aber hier ist nochmal MC John Fowler. John Fowler, da hat er sogar draufstehen, diese Werbung. Die gönnen wir ihm noch. Und dann sind wir hier raus. Ein super UN-Finale. Vom David kommt sicher noch was. Und aus Deutschland insgesamt kommt auch noch was. Also das verspricht einiges. Und ich hoffe, dass die Jungen auch mal kennenlernen. Falls er im Falle eines Falles sogar diesen Channel schaut, Grüße an dich, David, stark gespielt, hat nicht sollen sein, macht aber nichts. Du kommst schon noch, alles gut, weil Potenzial ist da und du kannst noch ein bisschen feilen an der Technik, das sieht man ganz klar, also da geht schon noch was. Der Gian, da mache ich mir eher Sorgen, der Junge ist glaube ich kurz vor der Datitis, vor allem so wie der durchzieht, ist auch vom Ellbogengelenk, sehe ich jetzt nicht so, dass er das 10 Jahre macht, ehrlich gesagt. Naja, mit diesem Foto verabscheuen wir uns. Tschüssi Leute, vielen Dank, ciao, ciao. Ja, David, wie man sieht, ist total happy, dass er jetzt hier aufs Foto muss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, eure Gondel. Both of them hitting the maximums in the final leg. Great darts, your runner-up from Germany, David Schlichting, and your champion from the Netherlands, Gian van Veen. 5 minutes before the ladies' final.